am, just exactly what I will be. Just a guy who can rhyme and chop ill beats. One day I'll recover from what ails me. Till then I'm on that fuck what the sales be. My mama told me, one day I'ma blow up big and I'ma be a king. And my papa told me, it's okay to sit where shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this. So call life and call living back. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Tekkit Light Projekt. Ja, ich zocke jetzt wieder auf unseren Server. Und ja, ist was Neues dazu gekommen. Jedenfalls, wir haben jetzt Premium, jo, Minecraft also. Es gibt bloß ein Problem, mein Skin buggt hier irgendwie extrem rum. Keine Ahnung, woran das liegt. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Das muss ich noch ein bisschen runternehmen. Ist noch ein wenig laggy. Und auf jeden Fall die Geräusche runternehmen. So. Ja, folgendes. Und zwar würde ich ganz gerne das Haus vergrößern wollen. Ja, und ich habe hier Haufen Zeug drin, was ich mal irgendwie loswerden müsste. Ich schmeiße jetzt einfach mal hier vorne hin. Vor die Haustür. Den Müll schmeißen. So. Ich muss nämlich vor uns noch ein Loch zu machen in der Query, aber das würde ich euch ganz gerne zeigen, aber leider ist die Aufnahme verloren gegangen. Die habe ich durch einen blöden Zufall gelöscht und habe die auch nicht wieder ranbekommen. So, aber ich finde, das ist immer noch ziemlich laggy. Ja gut, so geht's. Das kommt dann eh noch. Und zwar brauchen wir einen Filler heißt das Ding, glaube ich. Okay, also Filler hier oben. Und den bauen wir wie goldenes Zahnrad, wird kein Problem sein. Werkbank, Platzmarker, Tintensack. Das ist eigentlich nichts weiter dazu. Tintensack haben wir da, Gold haben wir auch genug da, Eisen haben wir genug da. Löwenzahngelb haben wir auch da. Platzmarker haben wir sowieso da. Schön, da passt es. Ja, alles, dann nehme ich mir gleich mal Holz mit. Eisenbahn. Goldbahn. Dann brauchten wir aber, glaube ich, ein Crafting Table und eine Kiste. Ja. Crafting Table kann ich mir machen. Kiste auch. Okay. Dann fangen wir mal an. So. 16 Stöcke, genau. Die teilen wir jetzt gleich mal hier auf. Ach nein, ich brauche nur zwei Zahnräder. Ist ja egal, Stöcke brauchen wir eh mal wieder. Dann Stein haben wir gar keinen da. Gar keinen Koppel hier. Dann müssen wir das mal so machen. So, den Koppel rein. Dann den den Eisen. Das Eisen rundherum. Und jetzt noch die Goldbarren. Hier rum, dass wir die Goldzahnräder haben. Und jetzt können wir halt, wir brauchen noch Truhen Crafting Table. Crafting Table. Und eine Truhe. So. Und dann kommt Truhe. Crafting Table. Tintensack vergessen. Naja, und auf jeden Fall, wenn das dann hier alles so richtig läuft, werde ich auch mein Lager noch ein bisschen verbessern. So, und den Platzmarker. Achso, falsch rum. Da haben wir den Füller, sehr schön. So, jetzt müssen wir bloß hoch aufs Haus gehen. Habe ich irgendwas zum Hochstecken? Ja, Dreck. Dann machen wir uns bloß eine Schaufel, dass wir dann schneller wieder unten sind. Also sobald das hier ordentlich läuft, mache ich auch erstmal weiter drüben mit dem automatischen Feld. Was ich schon mal angesprochen hatte, ach das ist Uranium, das geht schlecht. Haben wir dann eine leuchtende Fackel hier. leuchtende Schaufel, wenn wir die hier mit Uranium machen. So, eine Schaufel. Platzmark habe ich 9 Stück mit. Erde habe ich da. So, jetzt müssen wir bloß hier oben hoch.
und hier außenrum das alles mal wegmachen. Ja, das mit dem Basalt außenrum, das müssen wir dann am Ende machen. Also hier in die Ecken rein. Ist ja jetzt nicht das große Problem. Aber auf jeden Fall müssen wir dann in der Mitte das ganze Zeug wegmachen, dass der halt in Ruhe das fertig bauen kann. Weil ich habe mir gedacht, wenn wir das jetzt unten in den Keller reinbauen, kommen wir mal tiefer und irgendwann kein Platz mehr. Und mit dem Haus habe ich mir schon überlegt, wie wir das machen. Da machen wir die erste Etage komplett plus als Eingangsbereich und versehen das alles mit diesen Dimensionaldurst. Das heißt, dass wir uns um das ganze Haus oder durch das ganze Haus nur porten müssen. So. Mal sehen. Ups. Hier hoch. So. Hier ein Platzmarker hin. Da ein hin. Und hier, wenn wir es anschalten, müsste man hier eigentlich schon rundrum kommen von der Sache her. Den noch? Ne, noch nicht ganz. Müssen wir hier wohl noch einen hinsetzen. So, genau. Und jetzt mal sehen, hier drücken. So, da haben wir einen Block. 2, 3, 1, 2, 3. Und mal, das müssen wir mal anders machen. Welcher Baum ist das hier? Von welchem Stamm? Von dem hier, glaube ich. Ah, das ist auch noch ein Rubber Tree. So, geh kaputt. Ach, verdammt. Och, nö. Das heißt, wir müssen uns dort hochbauen. Jetzt können wir das ganze Zeug erstmal wieder runterholen. Jetzt kommen wir hier nicht weiter. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ach, wir müssen ja 4 Blöcke hochmachen, weil wir ja zwischendurch Platz brauchen. Und hier erstmal wegmachen, so. 4, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Gut, ich würde mal sagen, das reicht. Das müssten 5, 6 Etagen sein. Ich denke mal, das dürfte reichen. Möchte bloß mal anmachen hier. Hallo? Ah, sehr schön. So, die Erde muss ich da oben drauf lassen. Jetzt tue ich hier bloß nochmal die Blätter ein bisschen entfernen, die genau auf der Linie da sind. Mal gucken, das sind die hier alle. Und den Rubberwood, den können wir gleich in die Sawmill mit reinmachen. Da kriegen wir dann noch ein bisschen Rubber raus und daraus können wir dann wieder Raw Plastic machen. Und dann funktioniert das dann auch mit dem Feld. Dann müssten wir eigentlich genug von dem Zeug haben. Na, willst du wohl? So, hier noch rein. Das hier mal ein bisschen wegbauen. Dass das gleich auch hier hoch weiterbauen kann. Ich weiß bloß jetzt nicht mehr, wie viel Maple ich noch habe. Ich hüpfe einfach mal runter. Autsch. Setz mal das Ding hier hinten an die Ecke dran. Hier stürzt kein. Plopp. Jetzt braucht man natürlich noch Energie. Das haben wir hier. Hier haben wir sogar noch eine Fast Conductive Pipe. Einmal dran. So, die tue ich dann erst anschließen. Gehen wir gleich mal hier rein, mal sehen, was wir noch an Maple da haben. Ein Maple. Ist gar nichts mehr drin. 1, 2, 3, 4. 4,5 Stacks haben wir. Das reicht für ca. 4,5 Stacks Maple. Also hier für die Bricks, aber ich denke mal, das reicht erstmal für ein Weilchen. Jetzt mal das hier noch aufteilen. Bleibt der hier übrig und jetzt müssen wir uns hier raus. Ich brauche 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, das andere Zeug hatte ich nämlich eigentlich schon für die Blumentöpfe, für den Planter reingebaut. Aber naja, müssen wir dann machen.
hier mal das Ding einsortieren. Hier liegt noch was rum. So, da tun wir das jetzt mal einstellen. Und zwar wollen wir das rundherum haben. Genau. Bitte alles aus Mabel machen. So. Da gibt man den jetzt mal noch Strom auf die 11. Send and Receive. Oder war das die 111? Ich glaube die 111. Ja, genau. Und jetzt baut er hier schon ordentlich los. Ja, sieht gut aus. Mal sehen. Okay, nein, wir müssen das jetzt in der Mitte gleich rausnehmen. Oder? Nein, dann macht er oben weiter. Sehr schön. Sammle ich den Rest gleich mal mit. Ach, okay, und der macht jetzt erst die Wand hoch und dann die anderen. Okay. Ich mache mir so lange mal eine Axt hier. Ich muss bloß gucken, ich habe Hunger wie Sau. Flachs, verrottetes Fleisch, ein paar Samen. Die tue ich gleich mal setzen. Ja, die tue ich gleich mal anpflanzen. Dass wir dann noch ein bisschen was zu futtern rauskriegen. Und am Ende wird das ja dann alles automatisch gemacht. So. Hier hin und hier hin. Und hier hin. Genau, und eine Möhre kann ich noch essen. Die andere müssen wir uns auf jeden Fall aufheben. Mal sehen, Pilze haben wir hier, die noch. Könnten wir uns noch eine Pilzsuppe draus machen. Einsammeln, und wie weit ist er schon? Ist da hoch, wie ist der Mabel schon leer? Hoffentlich nicht. Oh, super, Mabel ist schon leer. Das heißt, wir schlafen jetzt, nehmen uns was zu futtern mit. Was zum Abbauen, und dann müssen wir auf jeden Fall, ups, ja, die tun wir gleich mal in die Kiste mit rein, dass ich das Fleisch hier gleich mal mit. So, und dann legen wir uns mal hin. Wir können ja mal zu Palak rüber gehen und mal gucken, ob der noch Mabel da hat. Das wäre nicht schlecht. So. Erstmal Inventar hier leer machen, das lassen wir mal drinne. Das, was wir jetzt erstmal nicht mitschleppen müssen. So, das lassen wir da. Ja, für die Muskete habe ich keine Munition mehr. Aber doch zwei Kugeln. Na gut, da können wir die auch mal mitnehmen. Mal sehen, ob wir noch Schießpulver da haben. Nein, okay, ist keins mehr da. 1, 2, 3. Ach, da tun wir die gleich verbauen. Die Spitzhacken brauchen wir eh genug. So, haben wir davon noch zwei. Und das Rubinschwert. Muss es hin. Genau. Und dann können wir jetzt mal nach Mabel suchen gehen. Jetzt direkt mal beim Palak, ob der vielleicht noch welches da hat, wenn er so freundlich wäre. Sehen, er hat sich ja jetzt letztens auch zwei Stacks Eisen von mir geborgt. Da bock ich mir mal sein Mabel hier. Damit reicht man ja wieder eine Weile. Okay, hier ist auch nichts weiter. Nö, nö, okay. Ich weiß ja nicht, ob man Mabel irgendwie anders herstellen kann. Maple. Ach so. Marmor. Mabel. Nein, okay, kann man nicht. Tun wir das hier gleich mal mit rein. Verkraften. Verkraften. So, da bleiben zwei Mabel übrig. Das tun wir da oben mal rein. Und hier in der Nähe, also am Vulkan, war ja diese eine Höhle, wo wir so viel Mabel gefunden
Nein, und nicht rennen. Das Zeug hält nicht lange. Ach, scheiß drauf. Wir haben ja zur Not Palax Haus hier in der Nähe. Mal überlegen. Das war, glaub, hier hinten irgendwo. Ist hier am Vulkan vorbei und dann war ich hier drüben. Ach, da oben war's. Oder? Nee. Wo war denn die Höhle hier? Jedenfalls muss sie ganz in der Nähe sein. Ich könnte ja auch mal bei meiner Quarry reingucken. Ob da noch was ist? Oder war das da drüben? Hier drüben war das, genau. Da war hier oben noch gleich so ein riesiges Mabel-Vorkommen. Genau. Hier muss... Ah, nein. Nein. Aua. Super, jetzt müssen wir hier erstmal wieder hochkommen. Bauen wir uns hier gleich mal so eine Art Mabel-Treppe hier hoch. Mabel-Treppe. So, und nehmen das ganze Zeug hier gleich mal mit. Ich werde mir bloß mal das hier oben reinmachen, damit ich ein bisschen sehe, wie viel wir haben. Ich denke mal, ich werde dann noch mal ein paar Stacks mitnehmen. Mal sehen, dann haben wir 8 Stacks. Ich glaube 3-4 Stacks braucht man ungefähr für eine Hausseite, was wir bis jetzt so haben. Müssen wir mal sehen. Wird nicht einfach, wird nicht einfach. So. Noch mal hier mitnehmen. So, haben wir den ersten Stack schon mal voll. Mal sehen. So. Geht's hier gleich mal weiter. Wir nehmen das ganze Mabel einfach mal mit hier raus. Wenn wir jetzt natürlich Dynamit hätten, würde das dreimal schneller gehen. Aber gut, wir machen es mal auf die alte Variante. Auf jeden Fall, wenn das Haus dann größer ist, haben wir dann noch mehr Möglichkeiten. Da können wir halt eine richtig schöne Ofenstation, eine große bauen. Na, kommst du. Mein Mabel. Was denn? Oh ja, Junge. Lass mich in Ruhe. Shop of Minion ist auf jeden Fall schon mal gut. So, weiter geht's hier mal weiter. Sehen, ob sich mein Leben ein bisschen regeneriert. Ich hab nämlich nur noch 3,5 Herzen. Verdammt, es regeneriert sich nicht. Müssen wir sehen, in der Hoffnung, dass die Spinne jetzt mich nicht hier angreift, die hier irgendwo rumrennt. Wo ist die überhaupt? Oh, hier. Wenn hier so schön sitzt, können wir die gleich mal schlagen. Die Axt hat mal. Spinnenauge hier. Aber auf jeden Fall ist das hier so ein riesiges Mabel-Vorkommen, ey, es ist Wahnsinn. Schon mal cool. Nicht runterfallen. Ich finde eh, Mabel kommt immer so in riesigen Mengen vor. Das finde ich sehr schön. Können wir unser Haus nämlich schön schnell fertig bauen und den Filler damit füttern. So, geht's hier mal gleich weiter. Hier 27 haben wir schon. Ich nehme einfach so viel mit, wie die Axt hier noch aushält, auch wenn das jetzt ein bisschen lange verweilig wird, aber ich kann hier mal Grafikeinstellung. Aber war das hier drin? Nee. Details. Cloudhöhe. Können wir ausmachen. Animation, Texturenpaket. Qualität ist auch nichts drin. Performance. Aber... Ach ja, ich bin ja auch doof. So, dass wir ein bisschen heller machen, dass ihr hier was seht. Ich habe jetzt nämlich keine Fackeln erst mitgenommen. Aber neue Ohr. Wird schon gehen. So, jetzt haben wir einen vierten Stack voll. Das verkrafte ich gleich mal. So.
So. 44, für den Stack fehlen uns noch 20. Aus 20 Mabeln kriegt man ja dann auch 20 Dings mit. So. So, jetzt haben wir den Stack erstmal voll. Jetzt können wir in Ruhe weitermachen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Hier sieht alles so gleich aus, alles so weiß. Aber gut, ich nehme vielleicht noch 4 Stacks mit. Und dann geht's zum Haus und da tun wir mal den Filler befüttern. Dass der weiter Zeug mit abbaut. So, der erste Stack ist soweit voll. Da fangen wir mal den zweiten an. Weiß nicht, ob hier noch irgendwo Zeug rumliegt. Sieht nicht so aus. Manchmal lasse ich die ja auch liegen, wie hier. Liegen die ganzen Blöcke noch rum. Aber was gut ist, dass sich das so leicht und schnell abbauen lässt. Das ist echt praktisch. Ups. Da unten liegt nämlich auch schon eine ganze Menge an Mabel. So, der nächste halbe Stack ist voll. So, jetzt haben wir gleich wieder einen kompletten Stack. Nämlich jetzt. So. Und der dritte Stack hier. Muss einfach mal schnell hier durchgraben. Was will der Pflasterstein hier? Ich will kein Pflasterstein, ich will Mabel. So. Mal sehen. Hier noch das wegnehmen. Da haben wir jetzt gleich wieder den nächsten Stack voll. Also das geht echt ratzfatz hier. Und ich gehe jetzt mal hier unten das ganze Zeug aufheben. Bevor das hier unten so rumoxidiert. Hier mal weitermachen. Was? Nein! Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Boah. Aber jetzt kommt er auch noch hier hoch. Der gibt wirklich nie Ruhe. Ja genau, komm mal hierher. So, erstmal gleich mal noch das Fleisch hier. Dass wir dann wenigstens noch ein Stückchen sprinten können. Bis Palax Haus wenigstens. Und dann können wir uns hier teleporten. So, ein Viertel Stack voll. Ein halber Stack voll. Glaub ein Dreiviertel Stack voll. Jetzt haben wir gleich den vierten voll. 50, 57, 60, 1, 2, 3, 4. Genau. 3, 4 hier hinten. So. Dings haben wir ja noch genug. Da. Basalt. Dann flitze ich jetzt einfach mal zu Palax Haus. Ich hoffe, dass der noch was zu essen hat. Da muss ich mir echt mal was zu essen bei dem holen. Solange wie das Feld noch nicht fertig ist, können wir da nicht viel machen. Oder wir könnten uns natürlich auch einfach einen Fischer bauen. Das wäre vielleicht ein bisschen einfacher. Wo laufe ich hin? Palax Home ist da hinten. Super, jetzt kann ich nicht mehr sprinten. Ah, ist immerhin noch kürzer, als wenn ich jetzt bis Hem laufen muss. Und durch den Dschungel ist das eh so ein Ding. So, hier oben haben wir Lava. Ist natürlich cool, weil wenn die so runterlaufen würde, den Vulkan. Dafür können wir ja mal sorgen. Sieht vielleicht ein bisschen epischer aus. So kommt die bis hier hin. Nein, hier hört sie auf zu fließen.
so. So, lassen wir jetzt einfach mal laufen. Palaxhaus ist ja davon nicht wirklich betroffen. Es ist ja doch relativ geschützt da. Ach, das ist ein Zombie. Ich dachte jetzt gerade, das ist ein Schweinchen. Und jetzt nichts wie hier hoch. Ah, so. Und mal in seine Futterkiste gucken. Irgendeine von denen war das hier. Zuckerrohr, Kürbis, ein Weizen. Zwei Fleisch. Na gut, die nehme ich mir mal mit. Tu die zu Hause braten. Apropos nach Hause. Jetzt geht's erstmal nach Hause. Und dann war's das für die Folge schon wieder. Ich füttere jetzt noch schnell den Filler hier mit Mabel auf. Und dann sehen wir uns dann zur nächsten Folge vom Ticket Light Projekt in 2 Tagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.